Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Folge, ne, und haben hier unser neues Nest gefunden, ne. War doch so, ne. Genau, ja, wir sind ja hier diese Kreatur hier, schaut mal. Und ja, genau, Leute. Wir sehen aus wie ein Frosch, habe ich in den Kommentar gelesen. Genau, ja. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt mal hier weiter. Wir haben jemanden im Rudel, ne? Aber, ach wie süß. Oh, wie süß, schaut mal. Ist wieder so ein Babychen da. Ja, genau, ne? So, ich habe jemanden im Rudel, Freunde. Genau, ihn hier. Oder was? Ist das der? Nö, wo ist mein Rudelpartner, Leute? Naja, egal. Gibt's hier noch Körperteile? Oh, sie schaut mal, wir haben Hunger. Wir müssen was essen, Leute. Wir müssen was essen. Da hinten ist eine Frucht. So. Ja, eine Sache gibt's zu sagen. Und zwar, ich habe mich jetzt dazu entschieden, da dieses Spiel nur einmal die Woche kommt, mache ich die Folgen länger. Also ab jetzt quasi 45 Minuten, Freunde. 45 Minuten geballtes Bohrpower hier. Ja, genau. Das sieht so geil aus. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Suche nach weiteren... Ja, nach weiteren Rassen. Ne? Was haben wir denn hier unten? Similuppe. Dann gehen wir doch mal dahin, Leute. Ah, Moment, stopp. Da oben ist ein Körperteil. Das würde ich doch sehr gerne mitnehmen, Leute. Was haben wir denn da? Taubenschritt. Also ein Bein. Okay, interessant. So, dann gehen wir mal jetzt mal wirklich hier zu den Siniloppen. Und ja, Freunde, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Bei mir ist jetzt Tag 15 der Isolation. Wenn ihr das seht, Tag 16. Und ja, ich werde langsam verrückt. Gut, Leute. Hier haben wir jetzt hier die Similuppes. Ich würde sagen, wir rufen mal die Herde, Leute. Ein bisschen Unterstützung. Guck mal, was da angeflogen kommt. Was haben wir denn da Schönes? Auch wieder sowas Süßes hier, schaut mal. Das sieht lustig aus, Leute. Das sieht bescheuert aus. Naja, gut. Similuppe, kommt mal her. Ich will mich mit euch verbünden hier. Los. Gut. Alles klar. Interagieren. Und? Gesang. Alles klar, Leute. Das schaffen wir. Nochmal Gesang. Alles klar. Nichts leichter als das, Kollege. Ja, das findest du gut, ne? Und, ja, wo ist denn euer Alpha? Ich möchte gerne euer Alpha. Oh, da hinten sind böse Leute. Wo ist denn euer Alpha? Der Alpha ist leider nicht da. Das ist schade, da kriegen wir keinen Körperteil. So, neue Interaktion. Und? Posieren, Leute. Stufe 4. Ah, das haben die hier nicht, das ist das Problem, egal. Tanzen habe ich nicht, aber ist scheißegal, Leute. Ja, ist jetzt okay, wir verständigen uns trotzdem. So. Ah, Freunde, schaut mal. Katzin, eine kleine. Da. Ein größeres Gehirn, Leute. Richtig gut. Ach, wie süß. Mehr Intelligenz, der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Genau, Leute, wir können jetzt zwei Leute mit uns im Rudel mitnehmen. Und M. Die heißen einfach nur M. Okay, Leute. Ich brauche euch noch. Warum seid ihr überhaupt abgehauen hier? Den haben wir schon, den haben wir auch schon. Wo ist denn jetzt der dritte? Da ist der dritte im Bund. So, einen brauchen wir noch von denen. Hallo, kleiner Freund. So, dann schauen wir mal, was der macht da. Ah, die gehen schon wieder weg. Nein. So, Gesang, ja. Jawoll, Leute. Das war easy. Das war easy. Sehr gut.
Sehr schön, dann haben wir die jetzt quasi als Verbündete hier. Genau, dann würde ich mal schauen. Ja, wir können erstmal so weitermachen, Freunde, mit dem sozialen Zug. Ich habe mir das so gedacht. Wir machen jetzt erstmal ganz viel Soziales. Und dann, wenn wir im grünen Bereich sind, dann werde ich... sprinte mal ein bisschen. Dann werde ich auf Kampf gehen. Nimm mal den mit, bitte. Ich möchte mir jetzt nämlich noch ein Rudelmitglied mehr holen. Hallo. Nicht weglaufen. Bleib hier. Bezaubern, okay. Ja. Alles klar, du kommst mit. Mein Lieber. Ja. Ja, das ist toll, ne? So. Aber wir haben jetzt auch schon wieder... Nee, nee, Moment mal. Wir haben, wie ich sehe, wir haben 318 DNA-Punkte. Dann würde ich sagen, Leute, bevor wir jetzt weitergehen, paar dich mal mit denen. Genau, Leute. Das ist so geil. Oh, Mann. Machen wir mal den nächsten Evolutionsschritt hier. Ach, Mann. Das ist einfach so goldig, ey. Ja, plopp. Genau. So. Jawohl, Leute. Und, ja, ich nenne mich jetzt erstmal um, da ihr ja kommentiert habt, dass der so aussieht wie ein Frosch, würde ich sagen, kommentiere ich mal, nenne ich mich mal um auf Froschi. Genau, Leute. So, dann würde ich als nächstes eigentlich nur das wegmachen erstmal. Dann würde ich als nächstes voll auf die sozialen Dinger gehen. Also voll hier auf Bezaubern hier, Stufe 4, das zum Beispiel. Das werde ich gleich mal machen. Und ich würde sagen, wir lassen den nochmal ein bisschen wachsen und ein bisschen aufrechter gehen. Aber natürlich dann den Bund auch anpassen und alles, ne, natürlich. An die Augen hier. So. Ah, jetzt sieht das schon so ein bisschen aus wie ein Äffchen, finde ich. Aber... Wow. Okay. So, dann machen wir den nochmal ein bisschen größer hier. Die Beine hier unten hin. So, die Arme können so... Die Arme sind ein bisschen kurz, ne? Können wir ein bisschen länger machen. Genau so, Leute. ja, macht man diese Ohren hier weg. Ich glaube, da haben wir jetzt bessere Möglichkeiten. Wenn ich nämlich hier auf die Münder gehen, schaut mal, wir haben hier eine Sorgschnauze. Singen Stufe 4, Freunde, da würde ich sagen, den nehme ich direkt, diesen Mund. Oh, schaut euch das Ding mal an, ey. Bisschen kleiner schon, ja. Ja, das ist so... Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das sieht ein bisschen komisch aus, Leute. Das sieht aus wie so ein Vogelmund, ne? Ja, wie machen wir das so? Ja, also... Ja, so geht's doch. Am besten noch so ein bisschen so rollen. Ein bisschen aufrecht stellen. Genau so, Leute. So passt das doch. Und dann haben wir hier noch... ja, so neue Beine. Mache ich eher, wenn... Da sehen wir jetzt, der hat Muskeln. Wir können dem hier auch so ein bisschen Muskeln geben. Schaut mal, Leute. Würde ich sagen, mache ich das doch einfach. Ja, oder? Ja, das sieht eher fett aus als Muskel. Na gut, nee, dann ist okay, Leute. Nee, dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Hände, ne? Wir haben hier die Hände posieren Stufe 3. Die nehme ich auf jeden Fall. Das sieht zwar jetzt aus wie so ein Amphib, ne? Ist ja auch der Name hier. Amphibigrapsch. Okay, ja. Das geht doch soweit, ne? Posieren Stufe 3, singen Stufe 4 und neue Füße brauche ich definitiv, ey. Aber die sind alle tanzen Stufe 2, ja, sprinten Stufe 1, schleichen, wir können schleichen voll, ne? Genau, wenn die bösen Tierchen kommen, dann können wir an denen vorbeischleichen, aber ich glaube... Das sieht so aus wie so ein, fast so wie so ein Menschenfuß, ne? Aber ich würde sagen, ich nehme erstmal hier noch so ein tierischen Fuß. Und genau, dann haben wir das jetzt erstmal so. Ja, ne, das findest du toll.
Und ja, hier die Düse, die kann eigentlich... Ja, ich weiß es nicht. Soll ich die noch behalten? So als Evolutionsbebleibsel? Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, Leute, dann macht das einmal zurück. So. Ja, Waffen brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche hier noch das Bezaubern, Leute. Kraumwollschwanz. Das sieht so bescheuert aus, Leute. Aber macht das doch einfach mal so. Das sieht dann so aus wie so Ohrschützer hier. Oh Mann. Gut, dann sind wir auch schon pleite. 23 DNA-Punkte. Da können wir gar nichts mehr mitmachen, ne? Ja, noch so kleine Öhrchen, aber ich glaube, Schlupfauge, Linse, böser Blick. Ah, was ist das hier, Antenoppe? Nee, das sind alles nur so Accessoires, ich glaube. Oder, Moment mal, was haben wir denn hier? Auch das sieht ja geil aus. Wie sieht's aus mit Flügeln? Ah, da fehlen 2 DNA-Punkte. Ich glaube, ich werde verrückt, ey. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Gehen wir mal weiter hier auf sozialen Zug. Alles klar, Leute. Jo, du bist goldig, ne? Die Augen immer, ey. Tanzen. Okay. Jo. Babyfroschi. Alles klar. 13 Hitpoints. Okay. Jo, ne? Das ist ganz toll. So, 25 Hitpoints. Geil, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen... Ach, schaut mal. Sieht so geil aus. Naja, gut. Leute, ich würde sagen... Hä? Hier war doch... Hier waren doch welche, aber... Unbekannte Spezies. Geh mal dahin einfach. Ja. Dann machen wir uns jetzt mal hier auf den... Ah, das sind die Bösen dahin. Das sind die Bösen. Die können wir nicht mehr... Max tot. Nee, nee. Geh mal weg da. Lieber nicht, Leute. Wo soll ich... In welche Richtung? Da ist auch noch eine, ne? Die Fragezeichen, die tauchen auf und verschwinden irgendwie immer. So, was haben wir dahin? Schurke, Leute. Stimmt, hier in der Kreaturenphase gibt es Schurken. Die sind übelst mächtig, Leute. Ich würde mal sagen, den probiere ich einfach mal zu kriegen. Weil wenn wir den auf unserer Seite haben, das ist echt mega. Die Schurken sind nämlich hier sowas wie Bosse. So. Ein Schurke, Leute. Der ist eigentlich schwieriger zu überzeugen. Aber wenn wir den haben in unserem Rudel, dann sind wir echt mächtig, Leute. Oh ja, ein Schurke, Leute. Gib mir bitte den Schurken. Den will ich haben, Leute. So, und nochmal bezaubern. Alles klar. Yes. Jawohl, Leute. Sehr schön. Gut, wir haben den Schurken auf unserer Seite. Sehr schön. Wisst ihr was? Ja. Dann würde ich sagen, entlasse ich mal einen aus meinem Rudel. Du gehst mal wieder zurück und dann kommst du mit in mein Rudel. Einmal bezaubern. Was? 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 Was ist los hier? Hey! Oh, schaut mal da hinten. Da ist ein Meteorit, Leute. Wow! Krass! Oh mein Gott! Ah! Oh, der hat Angst. Ja, das ist normal, logisch. Ah! Geh weg! Ihr blöden Steine. Schurke, komm her! Komm her! Hey, nicht so schnell. Geh nicht weg. Bleib hier. Verdammt. Der Schurke. Der Schurke, Leute. Nein. Bleib hier. Ach, verdammt. Warum läuft er denn weg? Komm doch hier hin. Nein. Oh, Gottes Willen. Okay, komm. Komm her. Schnell, bevor die mich platt machen da. Och. Ach, verdammt. Lauf weg. Lauf bloß weg, Leute. Oh. Oh, schaut mal, was wir hier haben, Leute. Da ist ein Raumschiff. Oh, ich muss abhauen, Leute. Es tut mir leid, ich muss leider abhauen. Nein, der Schurke, wie gewonnen, so zerronnen. Ey, shit, Mann.
Lock den doch nicht hier hin. Oh, warum sind die alle so aggressiv? Verdammt nochmal, das ist ja echt wie im echten Leben, ey. Verdammte Hacke. Ja, egal, Leute. Wisst ihr was? Dann... Die sind so aggressiv, die Leute, Mensch. Warum seid ihr so aggressiv? Bezaubern 5, Leute. Krass. Es gibt 5 Stufen tatsächlich. Oh, da ist noch ein... Epische Kreatur, Leute. Epische Kreatur. Noch eine krassere Nummer als die Bosse. Die können wir gar nicht auf unsere Seite ziehen. Die ist zu krass. Eine epische Xylau-Kreatur. Die war krass. Schade, dass der Schurke weggerannt ist. Warum muss auch genau in dem Zeitpunkt ein Meteoriteneinschlag kommen, ne? Ist das da für ein Ding? Froschmonster, okay. Beißen 5, Fließfalle. Okay. Dann würde ich sagen... Hol mal nochmal die Hilfe der Herde. Oh, schon mal da oben, da kommt's angeflogen. Richtig gut. So, seid ihr da? Ja, was seid ihr? Pinkchen. Sehr cool, Leute. So, dann haben wir jetzt hier unsere Pinkchen und dann überzeugen wir jetzt hoffentlich mal hier diese Alpha Flieva Quinn. So. Interagieren, Freunde. Hallo. Singen. Oh, geil. Schaut euch mal den Gesang an, ey. Bezaubern. Und? Sehr schön. Da haben wir den Amphibiegreif. Posieren Stufe 4. So, Leute. Habt ihr noch einen Alpha? Weil bei manchen gibt es 2 Alphas. Seht ihr? Die größeren Stämme, die haben 2 Alphas. Dann würde ich sagen, geh nochmal zu dem anderen Alpha hin. Larvenauge. Okay, Leute. Bam. Das ist Tanzen. So. Das gefällt euch, ne? Genau, jo. Nochmal tanzen. Jawohl, Leute. Buschparty. Und nochmal. Sehr schön. Und zack. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, hol ich mir jetzt nochmal den hier. Tanzt du wieder oder was machst du? Und? Ah, das ist Bezaubern, Leute. Oh, richtig gut, unser Bezaubern, ey. Oh, nur mit einem Mal, ey. Das ist krass, Leute. Ah, stimmt, wenn wir Verbündete haben, können wir uns in deren Nest dann auch heilen, wie ihr gerade eben gesehen habt, ne? Oh, Leute, wir müssen was essen. Wir müssen was essen, Leute. Gut, da müssen wir jetzt schnell auf Nahrungssuche gehen. Ich glaube, da hinten, da ist ein Baum, ne? Oh, ich habe gerade gar keinen im Rudel, sehe ich gerade. Ne? Wenn ich jetzt kaputt gehe, dann ist es blöd. Dann ess mal hier ein paar Früchte los. Was ist das für eine Musik? Hört ihr das? Was ist das für eine Musik? Die kommt aus der Richtung. Gehen wir doch mal dahin, Leute. Trock. Okay. Was ist das für eine Musik? Was sind das dafür? Oh nein. Ah, das ist das Ding hier. Das ist ein Raumschiff, Leute. Aus der Weltraumphase. Sehr mysteriös, Leute. Was es damit auf sich hat, sehen wir viel später im Spiel. Gut, Leute. Oh, schaut mal, da ist eine Galaxie. Cool. Was ist da? Ah, das sind unsere Verbündeten. Alles klar, Leute. Genau, Leute. Diese Signale kommen aus dem außerirdischen Raumschiff, Leute. Alles klar. Würde ich sagen, sprinten wir mal zurück zu unserem Nest hier. Was sind das für welche? Froschmonster 50. Krieg ich den alleine? Schon mal, wie der aussieht. Das ist ein Frosch. Das ist ein echter Frosch hier. Oh Mann. Gesang. Wow. Nein, das kann ich vergessen, Leute. Die sind zu gut. Die sind zu gut, Leute. Alleine schaffe ich das nie im Leben. Gut. Dann muss ich... Wer spuckt denn hier schon wieder?
sowas Unzivilisiertes, Mensch. Da rotzen die einfach in der Gegend rum, ey. Nee, nee, nee. Ich schau mal kurz hier drauf. So, jetzt seht ihr das mal, Leute. Wir sind jetzt sozial. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel Freunde gewonnen in der Kreaturenphase. Eigentlich nur. Aber, Freunde, ich möchte in den nächsten Phasen kein soziales Tier sein. Deshalb würde ich sagen, ja, war es das jetzt erstmal eigentlich mit unseren Sozialfähigkeiten. Ich werde ab jetzt dann... Pardon, erstmal. Ich werde dann ab jetzt quasi auf Kämpfen gehen, Leute. Das heißt, wir werden unser Aussehen grundlegend verändern. Nichts mehr mit süß hier. Erstmal nicht. Ach Gott, ey. Ist das doof. Nicht doof, einfach süß. Süß, bescheuert, ey. So. Ja. Oh Mann. Ach ja, du bist goldig, ne? Aber leider müssen wir dich jetzt zu einem Raubtier machen. Genau, Leute. Boah, die Sachen sind aber ziemlich teuer, ne? 250. Alter Schwede, ey. Gut. Beißen Stufe 5 hier. Schaut euch das Ding mal an. Zack. Einfach so einen fetten Maul hier. So, dann will ich mal sagen, mach das mal so. Ein bisschen Zähne fletschen. Genau, dann gehen wir mal hier auf die Kampfsachen. Hände, wo waren die Hände? Hier sind die Hände. Wir haben leider Schlagen nur Stufe 1. Hier Schlagen Stufe 2. Ja, komm. Dann mach das. Komm. Ja. Da müssten wir jetzt eigentlich noch hier die Rammen, ne? Genau, hier die Rammenfunktion haben. Und gibt's das nicht auch bei den Waffen hier Rammen? Moment mal, hier gibt's auch noch, ne? Schlagen. Spucken, Rammen. Stufe 2. Nee, komm, wisst ihr was? Ich nehme hier diese Pferdefüße. So, ich gucke einfach nur auf die Fähigkeiten, Leute. Ja. Gut, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber es ist halt einfach leider so. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Mach mal die Düse ab. So, jetzt haben wir nämlich, jetzt haben wir keine Düse mehr. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, Rammen. Spucken brauchen wir auch noch. Stimmt, wir müssen auch noch spucken, Leute. würde ich sagen. Nee, Moment, weißt du, ist da was? Ich mach mal das hier weg. Und mach jetzt hier mal diesen Stöpsel hier. Mach den mal auf den Kopf oben drauf. Ich weiß, das sieht alles ein bisschen dahin geklatscht aus, aber ich möchte ja nicht so bleiben, ne? Ich möchte jetzt erstmal ein paar Rassen, ja, kaputt machen. Und ich habe aber leider nichts Sonderliches an Waffen. Ich habe nur hier Bezaubern. Ja gut, da müssen wir uns jetzt erstmal damit begnügen. Gut, Leute. Das sieht so krass aus jetzt, wie schnell sich so eine Kreatur verändern kann, Leute. Ich würde sagen, ich mache die Wirbelsäule nochmal ein bisschen länger. So, und lass den nochmal ein bisschen wachsen. Das sieht ungesund aus, Leute. Das sieht echt ungesund aus, was der... Holy shit. Ja, so ein bisschen... nicht ganz aufrecht. Ein bisschen so, genau. Die nächste Stufe wird dann ganz aufrecht, Leute. Genau. Ja. Wir haben noch 318. Krass, Moment mal. Da kann ich doch hier was machen. Wo sind denn die... Hier. Stimmt, jetzt mache ich mir hier mal die Flügel dran, Leute. Wir können nämlich hier auch fliegen. Gesundheit können wir auch noch uns ein bisschen aufpushen. Knochenknie. Da würde ich sagen, mache ich das doch mal. Wir brauchen mehr Gesundheit, Leute. Hier so ein paar Kniescheiben. Ja, okay. Das sieht doch gut aus, Leute. Und springen, gleiten. Genau, ich möchte ein paar Flügelchen dem mal verpassen hier. So, Leute.
Flügel sind ja immer weiter unten, ne? Ja, das passt doch soweit. Ja, dann können wir jetzt springen, wir können fliegen, alles mögliche, Freunde. Richtig gut. Zaubern 1, Sprinten 1, Gesundheit. Ne, das passt soweit. Gut, Leute, da würde ich sagen, starten wir mal unseren aggressiven Raubzug hier. So. Genau, Leute. Babychen. Es sieht trotzdem süß aus, obwohl wir hier... Oh, spucken. Der spuckt nach oben. Warum spuckt er nach oben? Okay, das ist Schlagen, Leute. Aber ich glaube, das macht nichts, dass der da spuckt nach oben. Das trifft trotzdem, glaube ich. Das haben wir, ne? Genau, Leute, das haben wir. Sehr schön. Ja, dann. Kommen wir bitte in mein Rudel, bitte. Das ist Gesang. Okay. Dann den noch mitnehmen hier. Das ist auch Gesang. Alles klar, Leute. Wir haben jetzt hier ein Dreierrudel. Stamphopotamus. Genau, Leute, würde ich sagen. Rufe ich gleich die Herde. So, aggressive Kampfhaltung hier. So, bevor wir da jetzt zu denen hingehen gleich, rufe ich mir erstmal die Herde. So. So, wir brauchen nämlich jegliche Unterstützung hier für die, weil die sind krass da hinten, Leute. Raketenfloh. Okay, ich brauche aber nichts Süßes. Ja, komm, ist erstmal egal. Gut, dann greif den mal an, los. Dann greif den mal an, los hier. Und zack. Und direkt hier. Das, so sieht das Kämpfen hier aus, Leute. So, da ist das. Da hinten, komm. Da ist noch einer von denen. Wir müssen nämlich nur 3 kaputt machen hier. So. Und beißen und schlagen und alles Mögliche. Und zack. Und hier, Stampfo. Stampfo, komm. Da ist leider kein Alpha dabei jetzt, ne? Und spucken und schlagen und beißen und alles Mögliche, Leute. Oh, einen müssen wir noch. Die haben Angst. Du hast Angst? Nicht mit mir, Leute. Hey. So. Und sprinten, rammen und weg damit. Sehr schön, Leute. Haha. So schnell kann's gehen. Sehr gut. Tada! Wow, ne? Richtig gut. Ach Gott, das sieht bescheuert aus. Wow, die ganze DNA ist in deinem Kopf gelandet. Dein besonders großes Gehirn lässt nun eine dritte Kreatur in deinem Rudel zu. Sehr schön, das heißt, wir könnten es dann auch quasi die nächsten ohne die Hilfe der Herde schaffen, ne? Die gibt's immer noch. Warum gibt's die denn immer noch? Warum gibt's die denn immer noch jetzt hier? Hä? Ich dachte, wir hätten die kaputt gemacht jetzt hier. Das ist immer noch das Alpha-Tier, ne? So, dann spuck da hin, spuck da drauf. Und lauf da hin. Helft dem, los. Geh da hin. Jawohl, Leute. Sehr schön. Wir müssen noch 2 von denen kaputt machen. Okay. So. Ramm das Baby. Ja, ich weiß, das ist hart, aber das ist halt in der Natur so momentan, ne? Also das ist gerade ein bisschen blöd. So, Leute, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir jetzt hier die ganzen... Ach, schaut mal, da ist direkt einer geschlüpft hier. So, dann kommt mal her hier. Und genau, wir haben jetzt 41 Hitpoints, Leute. Wir sind stärker. Zack. So, ausgestorben, Leute. Die Spezies ist nicht mehr. So, genau, Leute. Dann haben wir es. Haben wir hier noch für ein Körperteil? Wobelgreifer, oder was ist das? Das sehe ich gerade nicht wegen der Fraps-Zahl. Oh, wir haben einen verloren hier. Schaut mal, in dem ganzen Gemetzel, da haben wir einen verloren. Das ist blöd. Schaut mal. Kannibalismus at its best hier. Einfach hier von dem... Dings ein bisschen fressen. Naja, gut, Leute. Ist da was? Haben wir hier noch irgendwie aggressive Leute? Ja, haben wir. Okay, Leute, wisst ihr was? Dann gehe ich erstmal nach Hause. Komm mal mit nach Hause. Ja,
Das sind unsere Freunde, ne? Genau, das sind unsere Freunde gewesen da. Es kann sein, dass die jetzt weitergezogen sind, ne? Nein. Ja, ich glaube, die sind weitergezogen. Wie sieht's denn hier aus? Ich kann eigentlich ab jetzt nur noch kämpfen, ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, Froschi, komm mal her. Wir haben jetzt noch ein paar Körperteile gefunden. Ja, bauen wir die mal dran, würde ich mal sagen. So, Leute. Nee, selbst als Monster sehen wir süß aus. Ja gut, okay. Gut, Leute, ich glaube, das ist jetzt quasi das letzte Mal, dass wir hier... Schaut mal, wir haben so gut wie alle Münder. Uns fehlt nur noch ein Mund. Und zwar genau der beste Mund von dem... Ach, schaut mal, das sieht ein bisschen menschlich aus, ne? So, hier, genau, den haben wir ja schon, ne? So, haben wir hier was Neues? Leider nicht. Okay, was haben wir hier? Exoskelett. Boah, das sieht... Nee, das sieht komisch aus. Schlagen 3. Das nehmen wir auf jeden Fall. Schlagen 3. Ja, nehme ich mit. So, Leute, dann macht ihn mal ein bisschen größer, damit wir hier ein bisschen furchterregender aussehen. Lass den mal ein bisschen wachsen. Mach die Wirbelsäule mal... Ach du Kacke. Nee. Mach die Wirbelsäule noch mal ein bisschen so. Und wir wachsen weiter, Leute. Wir wachsen weiter. Und das hier unten, das sollte ein bisschen gleichmäßiger aussehen, finde ich. Also... Kann man das so lassen? Das sieht ein bisschen schmächtig aus, ne? Mach den mal ein bisschen größer. So... Genau, Leute. Und die Beine, die werde ich jetzt mal wechseln. Und zwar... Wir haben ja hier diese Muskelbeine, ne? Schaut mal hier. So, die sehen doch ein bisschen besser aus hier. Schön mit Muskeln. Schau mal hier, können wir dem noch so ein paar Muskeln verpassen. Das sieht komisch aus, Leute. Aber es ist ja der Zweck, ne? Der Zweck heiligt die Mittel, sozusagen. Und, ja... Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Keine Füße, wir kriegen irgendwie keine Füße, Freunde. Rammen 3. Rammen 3, ich glaube, ich würde mal sagen... Mach mal das Spucken hier unten hin. Das sieht komisch aus, Leute, wirklich. Dann machen wir dem erstmal hier so ein paar Hörner oben dran. Genau. Oh, der sieht schon... Der sieht schon ein bisschen gefährlicher aus als das, was wir jetzt hatten. Und dann lass den nochmal ein bisschen wachsen. So, genau. Und mach mal die Flügel ein bisschen nach unten und mach die mal noch ein bisschen größer. Wir können die auch hier so ein bisschen drehen, aber... Ah, ich glaube, das passt schon so. Mhm. Gut, dann haben wir jetzt eine fast aufrecht gehende Kreatur, Leute. Mit zwei Knien. Das sieht schon sehr komisch aus, ja. Sehr gut, dann machen wir hier einfach mal so ein paar Knieschützer noch dran. Einmal einer hier unten und einer hier. Ja, ja doch, komm. Mehr HP sind immer gut. So, Leute, gut. Ja, der sieht doch schon... Wisst ihr was, ich mach mal meine Farbe noch mal ein bisschen anders. Stimmt, wir haben uns lange nicht mehr... Wir haben uns eigentlich noch nie unbemalt, ne? So, Leute, wisst ihr was? Dann mache ich die Farbe jetzt mal hier so. Aber so ein bisschen so gelb. Ja, so, das sieht doch gut aus. Das sieht doch cool aus. Genau. Dann haben wir hier unser Froschli. Wobei das jetzt nicht mehr wie ein Frosch aussieht, finde ich, aber okay. Gut, Ah ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Tschüss. Aber süß. Jo. Genau, Leute. Ach ja.
Wir waren gar nicht lange hier und wir ziehen schon weiter. Okay, Leute. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Nutzt die Übersichtskarte? Ja, okay. Ach, was süß, Leute. So, dann kommst du bitte mit. Gesang. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, kommst du bitte mit und wir machen uns jetzt mal auf den Weg hier. Oh, schaut euch mal die Schritte von dem an. Okay, das ist ein bisschen unnatürlich, aber gut. Ich hätte die Beine ein bisschen dicker machen sollen. Warum ruckelt das denn jetzt hier? Ah, hier haben wir noch so ein paar Körperteile. Was haben wir denn da, Leute? Ah, das ist, da ist ein Baum davor. So, was haben wir denn hier? Hey, heb das doch bitte auf. Oder kommst du da nicht dran, weil du so groß bist? Hä? Leute, heb das auf. Doch, okay. Ein Strauge. Noch ein Auge, okay. Gut, Leute, wisst ihr was? Dann, sobald uns jetzt hier jemand was... So. Für den Fall, dass uns irgendjemand hier an die Karre pissen will. So, Leute. Was ist das hier für eins? Die haben wir ausgelöscht. Genau, die haben wir ausgelöscht hier schon. Mhm. Was haben wir hier? Die Froschmonster. Okay. Nee, die lasse ich mal in Ruhe, Leute. Genau, wir können jetzt fliegen, Leute. Schaut mal. Wir können fliegen. Wie geil. Schaut mal, wie geil. So. Genau deswegen haben wir jetzt hier die Flügel. Oh, da sind schon welche. Moment. Mach mal den Hilferuf. Mach mal den Hilferuf und dann machen wir die kaputt. Oh ja, die sehen... Da sind noch andere. Da sind noch andere. Oh mein Gott. Was ist das denn? Verdammt nochmal. Ja gut, dann mach die kaputt halt. Keine Ahnung, was das für welche sind hier. Die Belas. Ja, dann helf mal. Los. Zack. Keine Ahnung, was das hier für welche sind. Wo kommen die her? Die sind hier, Leute. Okay. Ja gut, egal. Nee, dann... Ich wollte ja erstmal die hier kaputt machen. Ne? Die hier vorne. Nee, hä? Wo sind sie denn? Sind das die? Die sind es gewesen. So, dann... Hier, mach die kaputt, los. Mach die kaputt hier. So, zack. Und hier, das andere hier. Los. Zack, zack, zack. Und hier den noch. Oh, die Herde hat uns verlassen. Shit. Die müssen Angst kriegen. Die müssen unbedingt Angst kriegen, Leute. Ah, nee, das ist... hier. Komm, und... Zack. Genau, die haben jetzt Respekt vor uns schon. Und... genau, Leute. Das Alpha haben wir. Und dann mach noch das... Dann mach noch den hier kaputt. Los. Spuck den an. Los. Nein. Um Gottes Willen, Leute. Jetzt wird es langsam knapp. Aber den haben wir gleich. Jawoll. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und wir können uns hier heilen, Leute. Sehr gut. Alles klar. Ja, wir können uns momentan wehren. Schaut mal. Da ist ein außerirdisches Raumschiff. Aber wo ist es, Leute? Ich will es unbedingt sehen. Ihr habt ja diesen Sound eben gehört, ne? Das ist das Anzeichen dafür, dass hier eine andere Rasse herfliegt. Ich suche es gerade. Wo ist es? Ich will es sehen. Wo ist es, Leute? Ich kann es nicht sehen. Ah, nein. Wo ist es denn? Irgendwo hier links. Wo ist es denn? Ist das... Ich sehe es nicht. Leute, ich will es sehen. Wo ist es? Wovor rennt ihr weg? Verdammt. Wo ist es denn? Irgendwo hier geradeaus, ne? Da! Da ist es, Leute, das Raumschiff. Schaut mal. Schaut mal, der hat einen entführt. Das ist krass. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, geh bloß weg. Das sieht lustig aus, Leute, wirklich. Das sieht komisch aus. Aber es ist auf jeden Fall eine Alienrasse. Ja.
einfach beobachten. Der verschwindet gleich wieder. Da ist es weg. Krass! Genau, Leute. Da haben wir jetzt zum ersten Mal eine außerirdische Rasse gesehen. Ja, das ist ein Anzeichen dafür, wie es bei uns aussehen wird, wenn wir in die Weltraum fahren. Nein! Okay, was willst du denn? Ja, dann, ich habe jetzt keine Angst mehr vor euch hier. Nix da, Leute. Vergiss es. Nicht die 15er. Nö. Ja, dann helft ihm doch. Los, geh da hin und zack. Sehr gut. Sogar ein Alpha. Dankeschön fürs Spucken 3. Wir sind jetzt auch blutrünstig. Uns kann keiner mehr was hier. So. Fledermopp. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben wieder 300 DNA-Punkte, Leute. Aber dadurch, dass wir uns jetzt hier die Fähigkeit geändert haben, können wir nicht mehr sprinten. Leute, wir können nicht mehr sprinten. Das finde ich schade. Schaut mal hier, hier ist so ein Gewürz. Hier ist eine Gewürzquelle, Freunde. Schaut mal. In der Weltraumphase werden die sehr wichtig. Wir können auch hier drauf gehen. Und dann fliegen wir, schaut mal, geil. Genau, wir können hier drauf... Gelb, okay. Wir können hier drauf gehen und dann können wir fliegen. Und dann können wir uns jetzt in die... Wow, schaut mal da. Wir können uns jetzt in die Richtung hier bewegen. Und genau, Leute. Was haben wir hier? Knallburg, okay. Spucken 5. Das ist gut, Leute. Gut, da würde ich sagen, sammeln wir nochmal ein paar Knochen hier auf. Hummerbeine. Okay. Interessant, Leute. Nein, nein, ich will euch nichts tun. Ich will einfach nur zu meinem Heimatnest hier. Ziegenmann. Ja gut. Soll er sich trauen, uns anzugreifen? Warum legt das denn jetzt manchmal? Greif uns ruhig an und dann wehren wir uns. Ist kein Problem, Junge. Ist kein Problem. Ja, dann macht die halt kaputt. Was soll denn das? Wenn die uns angreifen, dann sind die selber schuld. So. Da kommt der Nächste. Ja gut, soll er versuchen. Soll er versuchen, ganz ehrlich. Vor allem das Alpha-Tier. Soll er versuchen. So. Wir können uns jetzt wehren, Leute. Und dann rammen. Drauf da. Los. Und zack, 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 zack. Und hier noch, zack. Wir haben nur noch 12 Hitpoints. Und wir sterben, Leute. Nein. Um Gottes Willen. Was? Warum das denn? Warum das denn? Ah, okay. Egal, Leute. Wisst ihr was? Nimm den nochmal mit hier. Nimm den nochmal mit hier, komm. Los, wir müssen uns nochmal dahin bewegen, ganz schnell. Die Folge ist nämlich gleich vorbei. So. ja. Da wird die Folge doch länger als 45 Minuten, aber jo. So, dann kommt ihr mal mit, bitte. Und dann fliegen wir mal hier eine Runde. Da haben die uns echt noch kaputt gemacht. Meine Güte. Okay. Ja gut, egal. Wenn wir fliegen, geht es schneller, Leute. Fliegen geht immer schneller. So, dann gehe ich gleich nochmal auf diesen Gewürzturm da. Ich frage mich, warum das jetzt manchmal lägt. Fliegen geht schneller als laufen hier. Das ist so, Leute. Alles klar, da ist dieser Gewürzturm da hinten. Die haben wir ausgerottet hier links. Wunderbar. Meine Uhr klingelt in 10 Sekunden. Ja, das ist... warte mal, wo sind meine Leute hier? So, gut, dann würde ich mal sagen, beweg dich mal in die Richtung. Ah, ich kann nicht mehr. Okay, das ist blöd. Genau, Leute. Das war meine Uhr. Knallburg. Na, okay. Nee, Knallburg, die sind okay. Wo waren denn die? Hier, Ziegenmann. Die da sind das. Genau, ramm den und... Ich brauche nur noch einen von euch hier. Los. So, dann... Jawohl. So, Leute. Die haben wir. ja. Ah, genau. Können wir schleichen? Nein, können wir nicht. Okay. Egal. Oh, wie süß. Neolicher. Okay, Leute. Wir haben die 45 Minuten erreicht. Würde ich sagen, gehen wir noch schnell zu unserem neuen Heimatnest hier. Dann sind wir auch schon fast mit der Kreaturenphase fertig, ey. Schaut mal. Das geht so schnell, Leute.
Wirklich. Gut, dann gehen wir noch kurz dahin und bauen unser Nest aus. Genau. Ba, ba, ba. Genau, Freunde. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. So, Leute, schaut mal, unser Nest ist schon ganz groß. ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal die... Oh, das Ei, schaut mal. Machen wir beim nächsten Mal die Kreaturenphase fertig. Sprinten 3, das ist gut, Leute. Genau. Deine sind schon wieder aggressive, aber ich glaube... Genau, wir kämpfen jetzt nur noch, Leute. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, speichere ich das Ganze mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir die Kreaturenphase abschließen und in die nächste Phase gehen, Leute. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.